Hallo BMW-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tim Thompson und herzlich willkommen hier zur vielleicht besten Ausgabe von Horizon 3 auf deinem, meinem, unseren Tom Thompson Kanal. Wie gewohnt grüße ich auch die PC-Kollegen, die dank Play Anywhere und NASA-PC zu Hause auch und Windows 10, dürfen wir natürlich nicht vergessen, auch Forza Horizon auf ihren Kisten spielen dürfen. Gut, im Hintergrund seht ihr ein Auto, welches wir heute uns mal ein bisschen näher zur Brust nehmen werden. Das ist der BMW M5, interne Baureihenbezeichnung E34. Wurde sich ab und zu mal in den Kommentaren gewünscht, da dachte ich mir, der Kollege hat recht, nehmen wir den Wagen uns einfach mal vor. Warum vielleicht die beste Ausgabe? Das hat auch einen Grund. Ein Zuschauer, Speedlink489, hat einen sehr, sehr langen Kommentar geschrieben, hat alles ein bisschen kritisiert, hat gefragt, Thompson, du hast dir was vorgenommen in dem Format und warum hältst du dich denn selber nicht dran? Und da hat der Kollege recht und ich bedanke mich hier an der Stelle bei dir für das kleine Wachrütteln und ich werde dir heute beweisen, dass ich sehr wohl mein Konzept noch im Kopf habe, aber du hast es richtig erkannt, es extrem vernachlässigt habe. Demzufolge werden wir uns erstmal in richtig schöner Oldschool-Manier den Wagen ein bisschen genauer anschauen und dann werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Gut, wie gesagt, interne Baureihenbezeichnung E34 oder E34S. Gebaut wurde der Wagen von 1988 bis 1995. Die erste Generation des Wagens wurde von 88 bis 92 gebaut, hatte unter der Haube, die sich übrigens nach vorn öffnet, was ich richtig geil finde. Sieht man leider heutzutage überhaupt nicht mehr, dass man solche waghalsigen Konstruktionen nochmal vor sich hat. Die erste Generation hatte einen 3,5 Liter rein Sechszylinder natürlich, kein Turbolader, reiner Sauger unter der Haube, mit 315 PS und 360 Newtonmeter. Das reichte... Muss ich gleich abwürgen, tut mir leid. So, geh wieder rein. BMW Motorsport, das wissen wir selber. 0 auf 100, 6,3 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, natürlich elektronisch abgeriegelt. Die zweite Generation wurde gebaut von 1992 bis 1995. Da hat sich einiges getan, auch unter der Haube. Der Motor wurde ein bisschen aufgebohrt, hatte dann 3,8 Liter, die 340 PS und 400 Newtonmeter auf die Hinterachse stemmten. Sport 0 auf 100, 5,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit wie gewohnt 250 km/h. Vor einer Weile hatte ich mal eine Ausgabe gemacht, die so hieß Auto als Wertanlage, deswegen suche ich auch immer euch ein paar Stückzahlen raus. Die erste Generation gab es nur als Limousine. Wurde 8079 Mal gebaut. Die zweite Generation gab es erstmalig auch als Touring. Der Touring hat 891 Mal das Licht der Welt erblickt und die Limousine 3019 Mal. Also wer ein seltenes Auto sucht, E34 M5. Aber ich glaube, so einen Wagen unverbastelt und im Serienzustand noch zu finden und dann noch gut gepflegt, das ist schon fast wie ein Sechser im Lotto. Wenn du aber einen hast, wenn Opa einen in der Garage hat und sagt, mein Junge, ich will ihn verkaufen, ich kaufe mir einen Smart, dann schüttel dein Opa ein bisschen und sag, Opa, behalt die Kiste. Weil das Auto ist verdammt viel wert in ein paar Jahren. Ich denke mal, aktuell geht die Kurve sowieso schon nach oben, wie bei allen relativ alten Fahrzeugen von BMW. E30 zum Beispiel wird auch immer, immer teurer. Gut, liebe Leute, warum die beste Ausgabe? Ihr seht auch, ich habe ein Thema vorbereitet, das blende ich jetzt hier einfach mal ein. So, pläng! Wir reden heute ein bisschen über Australien vs. Blizzard Mountain. Was ist an Australien gut, was finde ich an Blizzard Mountain gut? Und bevor wir damit anfangen, werden wir den Wagen, so wie er sich gehört, serienmäßig erstmal fahren. Scheiß auf Leistungsindex, scheiß auf Felgen, scheiß auf Reifen, scheiß auf alles. Wir müssen erstmal gucken, wo sind die Schwachpunkte des Fahrzeugs. Und genau da packen wir dann im Rennen 2 und 3 mal ein bisschen Hand an und gucken, ob man den Wagen insgesamt ein bisschen fahrbarer bekommt. Wobei ich mal sagen würde, behaupten würde, dass der Wagen insgesamt flüssig... Ich habe da einen Fahrer, der perfekt für deine Aufstellung wäre. Wir warten hier, go. Immer mal wieder gucken hier. Seit ich GTA Online bitte daddel, ist es sehr kompliziert. Kaum spielst du ein anderes Spiel. Muss erstmal gucken, wie ist die Kamerasteuerung, was muss ich machen, wie kann ich ein- und aussteigen. Das muss ich hier nicht gucken, weil das kannst du hier nicht. Gut, wir werden uns erstmal eine schöne Route festlegen. Ne, Start, genau, Start ist es hier. Und gucken mal, was es hier so gibt an Rennen. Was haben wir hier? Gibt es eine EP-Tafel? Gibt es eine Löffelliste? Das ist ganz gut. Ich würde ganz gerne Meisterschaft fahren. Wäre das möglich? Fanrennen, Meisterschaft ist noch geschlossen. Warum eigentlich? Was ist hier? Fanrennen, Meisterschaft ist geschlossen. Was gibt's hier? Fanrennen. Querfeld einrennen. Nee, danke. Da verzichte ich freiwillig drauf. Was haben wir denn hier? Was bist du?
Fanrennen haben wir schon gefahren. Erkennt man an den goldenen Symbolen übrigens. PR-Stunt, Strecke, Grip-Rennen. Was gibt's denn hier? Querfeld-Einrennen. Ich will den BMW auf einer richtigen Straße bewegen und nicht auf irgendeiner Schotterpiste. Was soll der Scheiß? Straßenrennen. Ach komm, fahr mal ein Straßenrennen. Auch da macht der Wagen, denke ich, mal eine gute Figur. Ah, das, was ich noch gucken wollte, das können wir dann später beim Aufbau mal machen. Welche Version wir hier vor uns haben. Ob es die erste oder die zweite Generation ist, das werden wir dann später gleich mal schauen. Gut, wie gewohnt, vielleicht für die Leute, die das allererste Mal einschalten, wundere dich nicht, die Videolänge ist kein Scherz, das ist normal. Zwischen 30 und 45 Minuten, je nachdem, wie wir mit dem Thema durchkommen, wie es insgesamt Spaß macht und wie wir mit den Rennen auch durchkommen. Ne? Manchmal ist es kürzer, manchmal ist es länger. Ich lege mich da einfach nicht fest. Das ist einfach so die künstlerische Freiheit. Entschieden habe ich mich für Purple. Ich finde dieses Lila richtig, richtig geil. Da mal ein Foto machen, bevor ich den Wagen drauf fahre, was eh schon passiert ist. So, haben wir hier. Eine Cobra fährt ganz vorn, das ist gut. Nach wie vor, ich mache auch fleißig Fotos. Aktuell ist so privat relativ wenig Horizon angesagt, dafür mehr GTA Online. Und nein, da kommen keine Videos. Das ist reines Freizeitvergnügen. Ich muss ja auch nicht alles aufnehmen, was ich spiele. Haben wir auch einen Kollegen, auch komplett serienmäßig. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wo der Wagen seine Schwächen hat. Vielleicht haut auch da der Aufkleber Boosted nicht mehr ganz so hin. Weil, ich kann nicht mal so viel vorwegnehmen, der Wagen wird heute keinen Turbolader bekommen. Es wird keine unfahrbare Rennsammel in S1 mit Allrad. Sondern ich möchte mich wieder dahin bewegen, was Speedlink auch gesagt hat. Nämlich guck, der Event fährt auch M5, das finde ich schön. Guck, was du dir vorgenommen hast und probier mal das Ganze wieder mal umzusetzen. Wir können es doch. Und da hat er recht. Motor klingt ganz gut. Rein 6er klingt immer gut. Ein bisschen mehr Leistung kann natürlich auch nicht schaden. Heute sind wir unterwegs in Australien, also fällt der Vergleich zur nächsten Ausgabe, wo wir wieder auf dem Blizzard Mountain unterwegs sein werden, relativ einfach. Was ist gut an der australischen Welt? Zum einen, sie ist groß, sie ist abwechslungsreich. Du hast Dschungel, du hast Städte, du hast Wüste, du hast alles. Ne? Also du kannst dich ordentlich austoben. Nach wie vor finde ich in Anführungszeichen Zwang, dass du auch Offroad-Rennen fahren musst, finde ich ein bisschen Banane. Weil manche, die stehen total auf Offroad, manche, die stehen nicht so auf Offroad. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Und ich würde ungern eine Lamborghini über den Strand peitschen, weil der Wagen da einfach nichts zu suchen hat. In Dark ist gut. Das ist im Blizzard Mountain ganz anders. Da gibt es nur eines, nämlich Schnee. Schnee, 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 Schnee. Der große Unterschied fällt zum Beispiel bei der Grafik auf. Ja, also Blizzard Mountain ist aufgrund, dadurch, dass die Karte ein bisschen kleiner ist, ist Blizzard Mountain von Grafiken her ein bisschen hochauflösender. Ein total, ne? Un poquito. Nicht viel, nur ein bisschen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall. Das, was aber beide gleich haben, ist die Leblosigkeit. Also egal, ob ich im Dschungel hier von Australien unterwegs bin oder auf dem Blizzard Mountain gerade unterwegs bin, die Welt, die wirkt tot. Hier ist nichts los. Es gibt keine Tiere, es gibt Passanten, die Städte sind aber in beiden, im DLC und im Hauptspiel, komplett leer. Ein paar Leute stehen ab und zu mal auf dem Balkon, aber jeder, der mal ein GTA gespielt hat, ich möchte jetzt nicht einen Forza mit einem GTA vergleichen, ich möchte einfach so von der Lebhaftigkeit das Ganze ein bisschen vergleichen. Also es könnte sehr wohl, es muss nicht immer größer sein. Es ist nach wie vor so ein Trend, auch in der Rennszene, bei den ganzen Spielen, bigger is better, das heißt, je größer, umso besser. Ne? Je größer die Welt ist, umso besser muss das Spiel natürlich sein. Je mehr Autos es gibt, umso besser muss das Spiel sein. Fährt ja mit einem Skyline in Nissan. Der Escalade ist bitte fehl am Platz, aber mein Gott, da kann halt auch nichts dafür. Fahren wir mal. Und das muss ja nicht sein. Honda NSX, ein Mini mit Frontrad, Vorderradantrieb. Das ist ein bisschen hier am Leuchten. Mit Regen und Heck, das wird sehr anstrengend zu fahren. Aber schau mal! Sonst geben sie immer Lichthupe. Oder zeigen mir einen Piepmatz. Aber hier zeigen sie gar nichts. Was ist da los?
wie gesagt, Rennen müssen wir nicht gewinnen. Wir tun unser Bestes und schauen. Vielleicht kriegen wir sie ja noch. Zusammengerechnet wird ein Ziel. Ansonsten nehmen sich ja beide Titel jetzt nicht allzu viel. Also Blizzard Mountain nach wie vor, liebe Leute, gebt das Geld nicht aus. Ich kann es beim besten Willen für das Geld nicht weiterempfehlen, weil es einfach für 20 Euro viel zu wenig Inhalt ist. Auch finde ich es halt schade, dass es nicht integriert ist im Spiel, sondern dass du halt immer so eine Ladesequenz hast. Das war jetzt einfach mehr Verstand als Skill. Einfach mal nicht reagiert, sondern einfach so agiert. Ne, agiert war das erste. Reagiert habe ich bloß noch. Ich habe nicht agiert, ich habe reagiert. So wie manche nur noch auf Videos reagieren und keine alten Videos mehr machen. Sind wir mal auf der 3? Der S geht ganz vorn. Typisch für die Straßenrennszene. Sieht man sehr, sehr oft. Windschattenfahren per Excellence. Das Heck lenkt immer ein bisschen mit. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Hand anlegen. Das Heck ein bisschen stabiler bekommen. Wer mich länger folgt, der wird ja wissen, stabiles Heck, das mag ich eigentlich. Aber ein Heck, was beim Anbremsen auch mit rumkommt, das ist nicht so gewollt. Also werden wir als nächsten Schritt mal die Reifenbreite ein bisschen anpassen. Hallo, ihr seht es ja auch, ne? Die Driver-Tare sind Harakiri unterwegs. Nach wie vor, da hat sich auch nichts geändert. Aber insgesamt ist der Wagen sehr fahrbar. Wir müssen auch mal gucken, es gibt nämlich aktuell so Forzatron, dass wir den Wagen vielleicht mal ein bisschen auf Beschleunigungsrennen mal trimmen. Also rein saugen lassen. Wir müssen nämlich nur 3 Rennen teilnehmen. Und dann kriegt man eine Horizon Edition. Und das wollen wir doch heute auch noch schaffen. Heute haben wir richtig viel vor. Wie gesagt, große Unterschiede. Ich finde das Fahrmodell im Blizzard Mountain ein bisschen schöner. Ein bisschen glaubwürdiger. Einfach ein bisschen feiner, ansprechender. Das liegt aber, glaube ich, auch mit daran, dass die Welt kleiner ist, was einfach wieder mal zeigt, dass es nicht besser ist, größer ist automatisch besser, sondern einfach mal eine kleinere Welt. Ich würde es sogar so begrüßen, wenn es so wäre wie in The Crew, dass die Welt vielleicht riesig groß ist, aber in sich abgeschlossene Bereiche hat. Jetzt sind wir durch, Platz 1. Und das mit, ich will nicht sagen Leichtigkeit. Es war okay. Es war okay. Fortsetzen. Es war auf jeden Fall fahrbar. So, sehr schön. Bitte Geld auf dem Konto. Ein paar Fans kriegen wir auch noch, glaube ich. Aber das ist alles uninteressant. Ein Alfa Romeo GTA vom Ergo Proxy vor 23 Tagen gewonnen. Wir kriegen den Burt Reynolds, nämlich den Pontiac Firebird Trans Am. Sehr schön. Nehmen wir. Wird dann später wieder versteigert. So wie ich es immer mache. So komme ich an Geld. Ne? Für die Leute, die es auch noch nicht wissen, Thompson versteigert sehr, sehr viel. Wenn ich spiele, dann versteigere ich eigentlich immer irgendwas. Gut, wir haben das Rennen jetzt fertig. Ein weiteres Nackt-Duell freischalten, das machen wir später. Wir porten uns ganz schnell mal nach Hause, nämlich in die Werkstatt. Und werden so die ersten Schritte des Wagens ein bisschen mal angehen. Ein bisschen mal gucken. Ich möchte natürlich den Wert des Fahrzeugs erhalten. Ihr habt ja vorhin gesehen, das ist die Limousine. Wir werden jetzt auch mal schauen, wie viele Stück von dem Teil unterwegs sind. Demzufolge gehen wir in den Fuhrpark. Wir gehen in Upgrades natürlich individual und gucken da mal rein. Am besten gleich beim Hubtraum, weil da werden wir nämlich gleich sehen, ob es die erste oder die zweite Generation ist. Wurde nämlich auch gefragt. Das ist der 3,8 Liter, demzufolge die zweite Generation. Demzufolge gibt es von dem Auto nur 3019 Stück weltweit. Gut, wo sind wir beim Index? B655. Das heißt, wir werden dem Wagen ein bisschen mehr Traktion geben. Wir werden dem einfach breitere Hinterreifen geben. Wie können wir das bewerkstelligen, ohne die Felgen zu wechseln? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Wie kann man auf einer... die Felge ändert sich nicht, aber die Breite ändert sich. Wie kann man das bewerkstelligen? Schmalere Reifen kann man ziehen. Aber was ist, wenn ich breitere Reifen drauf haben will? Dann müsste ich da eigentlich die Einpresstiefe der Felge ändern. Das sind von Hand gedrehte, geschmiedete und geklöppelte Felgen. Wir gehen einfach mal 2 cm breiter. Nicht viel, nur ein bisschen und gucken, ob das was bringt. So. Beim Innenraum werde ich nichts ändern.
einfach weil ich den Wagen serienmäßig lassen möchte. Ich möchte euch aber zeigen, es gibt hier richtig geile Spoiler. Die Riga-Spoiler gibt es hier. Das ist übrigens die Basis für die ganzen Alpina-Umbauten. Die ich da, von dem habe ich auch einen Alpina-Umbau hier in der Garage stehen. Der Spoiler haut nicht ganz hin, aber so insgesamt macht das schon was her. Außer das, das sieht natürlich pottenhässlich aus. Die Front kann man aber nehmen. Die Front kann man eigentlich nur nehmen. Den Rest kann man eigentlich vergessen. Gut, was haben wir denn noch, wo wir ein bisschen Hand anlegen müssten oder könnten? Wir machen, nee, das machen wir nicht. Was können wir denn machen? Wir machen Zündung. Was haben wir denn da Schönes? Eine Rennzündung bauen wir natürlich nicht ein. Ich will jetzt mal gucken, ob es inspektionsmäßig irgendwas gibt, was wir simulieren könnten. So nach dem Motto, wir haben einen Luftfilter gewechselt. Aber ein offener Luftfilter, 6 kW, nur dass wir Luftfilter wechseln, ist verdammt Harakiri. Auspuff ist noch okay. Der Wagen war gut gepflegt. Ventile, Motor. Lassen wir alles so, wie es ist. Lassen wir alles so, wie es ist. Wir passen nur die Reifen an. Und gucken, was es bringt. Vielleicht fahren wir auch gleich noch ein Straßenrennen. Oder wir fahren gleich mit dem Wagen mal die Meile und gucken einfach mal, also oben hier ein bisschen online tüdeln. Gucken wir mal. Wir gehen raus und fahren weiter. Man merkt, bei Horizon merkt man, dass das Spiel oder dass die Engine dahinter ein bisschen überarbeitet gehört. Weil es wird vieles simuliert. Hier zum Beispiel wird Drehzahlmesser und Tacho simuliert. Vielleicht sogar der Tank, was ich aber nicht glaube, weil dann würde man das Auto irgendwann auch leer fahren können. Da ging ja mal so ein Gerücht um, dass man angeblich wirklich auftanken kann in dem Spiel. Und dass es irgendwo eine Tanke gibt, wo das geht, hat sich bis heute nicht bewahrheitet. Zufolge sage ich, die Tanknadel wird immer voll bleiben, genauso wie die Wassertemperatur immer auf optimal stehen wird. Das, was aber auch, was wir im LS mal besprochen haben, dass hier im Cockpit ein bisschen Lieblosigkeit herrscht. Ja, zum Beispiel sehen wir hier, das Licht ist an. Also die Knöpfe zum Beispiel vom Bordcomputer, ne? Die sind aus, die sind nicht beleuchtet. Fensterheber sind nicht beleuchtet. Warte mal, haben wir überhaupt elektrische Fensterheber? Ich denke mal schon. Insgesamt ein bisschen mehr Liebe zum Detail wäre ganz gut. So, wir parken mal ganz kurz ein. Ich will mal Select drücken hier. Furchtbar. Was können wir denn mal noch fahren, liebe Leutchen? Was können wir denn mal noch fahren? Was bist du denn? Wieder eine Löffelliste. Was bist du? Querfeld ein Rundstrecke, ne? Super. Haben wir denn hier nichts, was irgendwie ein bisschen schön ist? Hier haben wir einen Haufen Strecken. Hier können wir eine Meisterschaft fahren. Rundstrecke, Rundstreckenrennen. Fahren wir doch da mal hin. Das ist okay. Können wir ein bisschen hier noch ein bisschen plaudern. Natürlich ordentlich umlenken. Auch hier ist das US-Modell. Ne, hat keine Seitenbegrenzungsleuchten. Mal gucken, was 2 cm Reifenbreite ausmachen. Schau mal. Wir können vielleicht auch ein bisschen an Beschleunigung verloren haben, auch wenn die Mischung an sich besser sein dürfte. Dadurch, dass der Rollwiderstand größer wird bei breiteren Reifen, geht natürlich auch ein bisschen Performance verloren. Topspeed geht ein bisschen verloren. Beschleunigung geht ein bisschen verloren. Die Reifen wiegen natürlich auch ein bisschen was. Das heißt, auch da machen wir wieder mehr negativ als positiv. Schöner Tacho bis 300. Ich weiß gar nicht, was ein offener M5 gehen würde. Ich meine, mit 340 PS serienmäßig geht schon ein bisschen was. Ich meine, seine 280 wird er schon laufen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und das schön ruhig. Schaut es euch an. Wie eine Elfe auf dem Eis liegt der Wagen. Was bist denn du hier? Sprint drin. Mach mal. Mach mal. Ist auch eine Meisterschaft. Ach komm, fahren wir hier. Was gucken wir denn da mal? German Retro Saloons 90s Collection. Machen wir das mal. Die Autos werden ja eher angepasst auf dem Index. Demzufolge scheißegal. Der McLaren wird hoffentlich nicht mitfahren, wenn dann nur mit einer Kurbel. Kindheitserinnerungen oder Kindheitsträume? Sie alle sind hier bei der 1990er Meisterschaft. Oha, da haben wir viel zu tun. Thompson ist am Start. Ich kann euch ja meinen Alpina mal zeigen. Das ist er. Den habe ich aber auch nochmal in der Version. Ich habe da alles irgendwie von dem Wagen. Aber ihr seht, ne, auf B700 belassen. Habe ich nicht großartig geändert. Wir fahren aber unseren. Da kann man vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken auch.
Also ich finde beide Teile finde ich gut. Blizzard Mountain finde ich gut, aber nicht sein Geld wert. Horizon an sich finde ich gut, aber mit großem Potenzial nach oben. Die lassen sich sehr viel Luft. Es gibt viele, viele Gedanken, auch viele Leute, die in die Kommentare auch mal geschrieben haben. Das und das könnte noch mit rein von anderen Spielen, sei es The Crew, sei es ein Test Drive Unlimited, was natürlich die Waage ganz weit, die Messlatte ganz weit nach oben geschmissen hat, was Open-World-Spiele angeht. Es fehlt einfach so dieses gewisse 190er Evo da vorne, auch schönes Auto. Es fehlt dieses gewisse Detail, wo man sagt, ja genau, das ist es, das fesselt mich. Man sieht ja jetzt, dass immer mehr Leute eigentlich von Horizon weggehen, dass wenn dann nur irgendwelche Reviews noch kommen oder irgendwelche Special-Folgen und hier und da. Die Karriere ist einfach insgesamt zu lieblos, zu kurz, zu... Guckt es euch an. 2 Zentimeter mehr, liebe Leutchen. Das reicht vollkommen aus. Gehen wir mitten in der Kurve aufs Gas. Nix. Er schwänzelt ein bisschen mit, aber nicht zu viel. Vorderreifenbreite reicht vollkommen aus. Speedlink, ich danke dir fürs Wachrütteln. Weil es ist oft so, dass man auch in dem Spiel hergeht und einfach alles reinpeitscht. Alles. Man weiß gar nicht, wie das originale Auto sich eigentlich fährt. Am Ende regt man sich auf, oh, die Karre ist ja unfahrbar, wie ich beim Astra gemacht habe. Ich glaube, den Wagen würde ich im Blizzard Mountain fahrbar bekommen. Mit anderen Anbauteilen. Einfach die Schwächen kennen und genau entgegenwirken. Und das kann man in beiden. Das kann man in Blizzard Mountain, das kann man aber auch hier. Okay, bin ich jetzt nicht gewohnt, dass er so gut liegt. Ein relativ schnell Grip, aber ihr seht, er ist ein bisschen schwerfälliger geworden. Er ist ein wenig schwerfälliger geworden. Wir können ja in der zweiten Ausbaustufe, aber damit die Freunde der Leistung noch ein bisschen was zu Gesicht bekommen, wir können ja ein bisschen saugermäßig was machen. Das heißt, ich würde eine andere Nockenwelle reinbauen, eine Sportnockenwelle. Da müsste man eigentlich auch stärkere Ventilfedern und sowas benutzen. Das heißt, wir machen Ventile etwas mehr. Und das Ganze passen wir dann softwaremäßig an. Den Rest lassen wir wieder serienmäßig. Ich glaube, das ist eine ganz gute Phase, die wir da drauf spielen können. Seht ihr ja selber, der vierte Gang. Ui. Entschuldigung, kleines Auto. Die Bremse packen eigentlich sehr gut zu. Für Serienbremsen. Können wir auch mal ein Rennen vielleicht wieder aus dem Außen machen. Wir haben genug Vorsprung. Der Wagen fährt sich wirklich abgöttlich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass 2 cm so viel ausmachen. Aber nochmal zum Thema Lieblosigkeit. Ihr seht es ja auch hier. Hier ist nichts los. Man könnte sagen, der Straßenverkehr wäre vielleicht auch ein bisschen blöd. Aber es ist einfach lieblos. Es fliegen keine Vögel rum. Zum Beispiel irgendwas, was am Hintergrund. Und ich meine mit keine Heißluftballons oder so ein Krimskrams. Ich muss wieder rein. Verliere Fahrzeuggefühl. Sondern irgendwas, was die Strecke irgendwie lebendig erscheinen lässt. Das fehlt alles. Am besten würde ich immer noch so eine Mischung finden. Das, was The Crew angefangen hat, in der Welt von Horizon fortzusetzen. Nämlich, ich möchte einen Forza Motorsport gepaart mit einem Horizon. Das wäre affengeil. Dass du wirklich jetzt, ich nehme den BMW und fahre irgendwie quer über die Welt und fahre dann auf dem Silverstone-Rennkurs. Oder ich fahre Laguna Seca oder ich fahre dann mit dem Schiff irgendwie rüber. Guckt es euch an. 20 Punkte aufs Konto. Wir fahren die Meisterschaft heute durch. Die Folge wird dann halt ein bisschen länger. Wir fahren sie aber durch. Ich höre mal ganz kurz Näschen pudern. Bin gleich wieder da. So, Horizon Edition. Ja, nein, vielleicht ein bisschen. Regen wir uns nicht auf. Alles ist cool.
Mal gucken, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Ich nehme aktuell, damit ihr das auch mal wisst, ich nehme am Sonntag aktuell immer auf. Und ihr seht ja selber, in der Woche kommen aktuell nur 3 Folgen. Mehr nicht. Vielleicht wird es wieder ein bisschen was mehr, aber wenn ich so sehe, was in nächster Zeit rauskommt, da kann ich auch mal ein bisschen was dazu noch später noch sagen. Oder am besten gleich. Also, ich hoffe einfach mal an der Stelle, ich habe die Unterschiede von Blizzard und Australien so halbwegs deutlich gemacht. Wie gesagt, beide Titel sind gut. Blizzard Mountain, einfach abwarten. Okay, Bremse kann man vielleicht doch noch mal ein bisschen Hand anlegen. Blizzard Mountain einfach abwarten, bis es ein Fünfer kostet. Ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn du dich fragst, soll ich nicht? Wenn du die Frage dir stellst, dann am besten warten. Ah, jetzt habe ich das Auto nicht angepasst. Bin ich denn deppert? Ah. Kann man vielleicht noch mal rausgehen? Ne, jetzt haben wir eh die Ladezeiten schon. Ja, fahren wir das Rennen halt auch noch in dem. Oder? Können wir noch mal rausgehen? Oh, guckt euch an. Ein Beige. Da hat es einer komplett übertrieben. Oh, ich frage mich, was hat der für Felgen drauf? Durchsichtige hier. Rennen verlassen. Wir machen natürlich jetzt hier mal so die erste Performance-Optimierung noch. Wir fahren zur M GmbH und sagen, Mr. M und Mr. GmbH, wir brauchen ein bisschen mehr Leistung. Nicht viel, ein bisschen mehr. Weil der Wagen kann jetzt aufgrund der enormen Reifenbreite ein bisschen mehr Leistung verkraften. Wir packen aber da nicht hin und hauen da maximal Drehmoment rein, zum Beispiel mehr Hubraum oder so, sondern ich möchte mehr Drehzahlband haben. Ich möchte dieses Saugerfeeling beibehalten und das kriegst du einfach nur über Nockenwellen hin. Wie gesagt, bei Nockenwellen passt man immer die Ventilfedern an. Das simulieren wir jetzt in dem Spiel einfach, dass wir Ventile austauschen. So, schauen wir mal. Wir machen jetzt hier. Wir machen Nockenwellen. Sportnockenwellen gibt es da. Sportnockenwellen, genau. Da holen wir 23 kW raus. Das ist realistisch. Wir passen die Ventile an. Sportventile. Und natürlich muss das Ganze auch, weil da muss zum Beispiel der Leerlauf eingestellt werden, dass das Ganze passt. Wir passen hier die Zündung an. Und in dem Fall ist es halt eine Rennzündung. Ihr seht den Schraubendreher und Datenblatt bekommen wir auch noch dazu. Das können wir dann abheften und fertig ist. Gut. Und für den TÜV, der TÜV hat gesagt, Thompson, mehr Leistung heißt auch, du musst bei den Bremsen was machen. Also machen wir gelochte Bremsscheiben rein und fertig ist. Index ist immer noch mehr als im grünen Bereich. Ich würde natürlich auch gucken, dass wir jetzt hier nicht in A oder so reinrutschen, weil da sind wir dann ganz schnell bei Autos drin, die uns, glaube ich, das Fürchten ein bisschen lehren werden. Gut, damit ist die Phase 1 fertig. Wenn ihr Gefallen an diesen Rangehen habt, das ist eigentlich so, wie ich es immer machen wollte, das ist ja das Schlimme an der Sache, dann haut es einfach in die Kommentare. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und ihr sagt, ja, das war die beste Folge ever. So, schauen wir mal. Er sollte jetzt ein bisschen flotter nach oben drehen. Wir sollten auch ein bisschen mehr Drehzahlband haben. Wo ist die nächste Strecke? Hier fahren wir hin. Wir fahren da natürlich hin. Wie gesagt, da wird ja die Folge ein bisschen länger. Mein Gott. Dann nehmen wir dann später halt noch eine auf. Dann machen wir heute halt 3 Folgen Horizon. Und heute Abend nehme ich dann LS auf. So ist aktuell mein Sonntag. Sonntag ist immer Aufnahmetag. Nur damit ihr wisst, wann ich die Folgen aufnehme. Schöner Drift. Er wirkt ein wenig spritziger. Er bremst schon mal, weil er genau weiß, er hat verloren. Ja, geht eigentlich. Aufpassen, die fahren zu 20 nebeneinander hier. Dann mal ein Gruß an alle Radfahrer. Liebe Leute, wenn ihr auf der Landstraße unterwegs seid und ihr fahrt Rennrad, ihr seid nicht bei der Tour de France, bitte fahrt nicht zu zweit oder zu dritt nebeneinander. Wenn man es ganz hart nimmt, habt ihr eigentlich auf der Straße überhaupt nichts zu suchen mit euren Rennrädern. Ne? Das ist mir jetzt, wo die Sonne ein bisschen rauskommt, wieder des Öfteren passiert, dass da einfach Leute auch an unübersichtlichen Stellen einfach nebeneinander fahren und denken, sie sind Jan Ulrich in seinen besten Tagen. Und du hast als Autofahrer teilweise richtig zu kurbeln, dass du da zum Stehen kommst. Weil wenn da einer in der Kurve, was ich, ob er sich mit 10 km/h im Berg hochkraucht, ne, und die zu zweit nebeneinander fahren, weil sie sich ja über ihre Zigarettenzucht unterhalten müssen oder so. Das kann ganz schnell mal ins Auge gehen, sowas. Erst recht, wenn Gegenverkehr noch kommt und du nicht weißt, wohin. Ne? Wohin mit deinem Auto. Können wir sagen, Thompson, du musst natürlich ordnungsgemäß deinen Fahrstil anpassen.
Aber ich fahre nicht auf der Landstraße mit 15 km/h um jede Kurve, nur weil ich damit rechnen muss, dass ein Radfahrer dahinter ist. Man muss bremsbereit sein. Aber trotzdem, macht sowas nicht. Das ist einfach nur scheiße. Und dann noch einen Vogel zeigen, habe ich oft genug erlebt. Dass manche denken, sie sind hier King Dingeldong auf der Landstraße. Das ist, da werde ich zur Phobie. So. Auch wurde ich gefragt, weil ich gerade sehe, TTHK, der Club ist voll. Wenn einer von euch noch nicht im TTHK-Club ist, aber aktiv ist in dem Spiel und die Orga eines zweiten Clubs aufnehmen möchte, dann haut's bitte mal in die Kommentare. Oder irgendeiner sagt einfach, ich mach das, da brauchst du gar nicht fragen, da muss ich mich gar nicht erst bewerben, ist ja keine Bewerbung. Wenn einer einen zweiten TTHK-Club aufmachen will, liebend gern. Der wird dann auch erwähnt natürlich in Videos. Aber man sollte schon die Herkunft erkennen. Also TTHK2 sollte nicht, was weiß ich, Lala Lola heißen oder so, sondern schon so ein paar Richtlinien würde ich da schon vorgeben. Aber da kann man zur Not sich auch mal vielleicht unterhalten in der Party. Und ihr seht es ja hier, ne? Einfach mal so ein Thompson-Move. Besteht daraus, die Leute mal abzudrängen. Bremse waren Gold richtig. Jetzt steigst du rein und du kommst auch zum Stehen, das ist gut. TÜV hat auch seinen Segen dazu gegeben. Und hier, es geht ein bisschen was voran. Klar, wir haben das Drehzahlband ein bisschen eingeschränkt, was auch bei scharfen Nordenwellen ein bisschen kompliziert ist. Da müsstest du jetzt eigentlich hergehen und gucken, das Getriebe müsstest du anpassen. Dass wenn du schaltest, du immer im optimalen Drehzahlband wieder landest und nicht außerhalb des Bereichs oder drüber selten. Da ist natürlich Platz, logisch. Der Florian. Ich krieg mal auch wieder. Ah, das gefällt mir. So gefallen mir Rennen. Bumptraft. So gefallen mir Rennen. So Kopf an Kopf Rennen. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Spannenderes, wenn die KI mal mitziehen würde. Und ihr seht es ja selber. Ich meine, Australien hat einfach geile Strecken. Wir haben Wetter drin, wir haben Tag-Nacht drin. Und es ist halt nicht immer Schnee. Auf Krampf. Okay. Hier war ich einfach zu schnell. Ich weiß, wo wir noch ein bisschen was rausholen. Oder werden wir eine Kategorie höher rutschen. Das wird die Reifenmischung sein. Können wir mal gucken, ob wir da vielleicht was machen können. Müssen wir vielleicht die Mischung an sich ändern, um das Handling zu verbessern. Zu verpassen, ja genau. Relativ scharfe Kurve. Aber immer noch fahrbar. Das Heck ist stabil. Wie gesagt, wir haben ja nicht utopisch viel Drehmoment auf die Hinterachse gepeitscht, sondern wir haben einfach nur den Motor ein bisschen drehfreudiger gemacht. Wir können auch eine Schwungscheibe reinmachen, um den Motor noch ein bisschen spontaner nach oben drehen zu lassen. Die letzten Kurven waren scheiße. Drehmoment haben wir genug mit 3, was haben wir? 3,8 Liter. Reicht vollkommen aus. Schön. Schön, 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 schön. Wieder gewonnen. Wir werden gleich ein bisschen drüber plaudern, was ich mir für ein Spiel mal vorbestellt habe, aber schon wieder storniert habe. Und den Grund natürlich auch. Einfach mal reihum hier. Einfach mal ein bisschen euch informieren, wo wir aktuell stehen, was aktuell hinter den Kulissen so abgeht. Damit ihr auch seht, dass es nach wie vor nicht bloß ein Reingepeitsche ist, was Folgen angeht, sondern dass da immer noch Sinn und Verstand dahinter hockt. Ja, oder auch nicht. So, wir porten uns natürlich nochmal zurück. Wir gucken auch, wenn wir hier quasi ums Eck sind. Warte mal, hier ist da gleich ein Festival ums Eck. Genau, nehmen wir doch das. Müssen wir nicht immer nach Byron wieder runterfliegen. Können wir da gleich das nehmen, was am nächsten ist. Wir wollen auch bitte an die Umwelt denken. Dass es sehr lang noch so grün ist. Da sind Vögel. 3 an der Zahl. Und schwebendes Auto. So, auf geht's. Schau mal, Reifenmischung ist das, was ich jetzt anpassen würde. Aber da würde ich... Also ich glaube, da sind wir in der A-Kategorie unterwegs. Wäre allerdings auch nicht schlimm. Wäre allerdings auch nicht schlimm. Weil wenn wir viel Rennstrecken fahren, ist natürlich ein gescheiter Reifen Gold wert. A-Reifen. Ich würde sagen, scheiß auf Index und wir probieren es einfach, oder?
Scheiße auf Index und wir probieren es einfach. Kommt, wir probieren es einfach. Neue Reifen drauf gemacht, weil die... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Ja, kaufen. Ich komme, also manchmal mit den Tasten komme ich da ein bisschen durcheinander. Ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel viele Rennstrecke fährst, Nürburgring, Hockenheim. Was gibt's denn noch für Rennstrecken? In und um Deutschland, Sachsenring und solche Späße. Ne, wenn du da unterwegs bist, dann macht es natürlich Sinn und du hast ein reines Trackfahrzeug, macht Sinn, Semislicks draufzuziehen. Weil das Ganze einfach damit fahrbarer wird. So, jetzt haben wir den Grip insgesamt verbessert. So, markieren wir uns mal eine Routen. Ja, ich bin so verpeilt, ich brauche selbst für den Kilometer brauche ich auch eine Route. So. Was verbesserst du mit besseren Reifen? Bremsen, Handling, Querbeschleunigung. Also Handling ist eigentlich alles drin. Allgemein Traktion. Du kommst besser vom Start. Du kannst später bremsen, weil natürlich Sportreifen eine deutlich höheren Wirkungsgrad haben. Meine Güte, ist das für... Was für ein Wort. Ich hoffe mal, hier geht es jetzt nicht Offroad weiter. Weil dann habe ich kontraproduktiv getuned. Sägewerkfahrt. Naja, kicken wir mal. Auf geht's. Meisterschaft fortsetzen. Weiter. Bin gespannt, welche Leute wir jetzt gegen uns haben. A-Klasse ist gefährlich. Ist saugefährlich. Ist saugefährlich. Okay, nach wie vor die ganzen Evos. Hat sich nichts getan. Ah, weil ich die Klasse ja gleich gelassen habe. Den Schwierigkeitsgrad lasse ich erstmal gleich. Erstmal gucken, wie der Wagen sich jetzt fährt. Der Omega ist dabei. Oder ein Lotus Carlton, wie er ja hier heißt. So, da vorne ist ein BMW, wie ich sehe. Den müssen wir gleich mal knipsen fotografieren. Ich habe die Horizon Edition noch nie fotografiert. Okay. Geht ein bisschen an mir vorbei, weil den habe ich ja sogar in der Garage. Bin ich nur gefahren, habe nie ein Foto davon gemacht. So, spielemäßig. Wir haben es mittlerweile März. Die Nintendo Switch ist rausgekommen vor kurzem. Meiner Meinung nach viel zu teuer. Aber ich stand auch schon im Mediamarkt. Ach du liebes Gottchen. Das dachte ich mir auch, als es keine gab. Gab keine. Ich finde die Controller und so auch richtig teuer. Ich finde die Spiele richtig teuer. Also für so eine Switch musst du richtig Asche auf den Tisch legen. Aber mal gucken, wenn es irgendwann vielleicht mal ein schönes Kinect Sports oder sowas. Kinect Sports, was laber ich denn? So, wie hieß es damals? Wii Sports und den ganzen Kram. So schönes Boxen oder sowas. Da würde ich mir, glaube ich, auch mal so für mich privat auch mal so eine Switch ins Auge fassen. Aber aktuell, Zelda juckt mich nicht. Mit den anderen Spielen kann ich kaum was anfangen. Insofern spare ich mir die Kohle. Okay, also Zuckerschlecken ist hier keins. Aber die Reifen machen sich bezahlt. Wir haben noch mehr Traktionen gewonnen. Mit Nockenwellen und so ist das Ganze auch ein bisschen giftiger. Bleibt in der Familie, der Bumser. Darf er sowas sagen? Ich weiß es gar nicht. Komm, lass mich doch mal rüber. Super. Und die Rennen sind spannend. Jetzt haben wir unsere Lücke. Durch den Schlamm. Durch den Monsun. Gegen die Wand. Tat gar nicht weh. Hat nur gebracht. Oh Gott, ey. Was geht denn hier ab? Okay, jetzt sind wir schon mal auf der 1. Und der Beamer hinten, der hat einen Schneeflug an Dreck vor sich. Gerade, ich glaube, die nächste Ausgabe werde ich auch nochmal in Australien machen. Dann gehen wir erst auf den Blizzard wieder. Ne, ihr habt recht. Die nächste Ausgabe wird auf dem Blizzard sein. Immer schön dran halten hier. Mein Gott, nicht immer das Format über den Haufen werfen. Ne, ich hatte mir vorbestellt, Lego Worlds hatte ich mir vorbestellt, liebe Leute. Ich dachte mir, dadurch, dass auch sehr viele so sagen, hey, weißt du was, Minecraft war doch geil. Ist geil, so ein Aufbauspiel, aber nicht unbedingt Minecraft. Und einmal was ganz Neues. So ein Lego World
mit der Crew dazu könnte doch ganz lustig sein. Aber so ein bisschen auch Kindheitserinnerung. Ich habe damals sehr, sehr viel Lego gebaut und gemacht und getan. Selten nach Plan, alles freie Schnauze. Sah auch teilweise richtig spacig aus. Ich dachte mir, hey, das wär ein gutes Spiel. Kostet bei Amazon aktuell, wenn du Prime-Mitglied bist, kostet 27 Euro. Da dachte ich, ja, für 27 Euro, da brauchst du nicht lange überlegen. Das machst du, bestellst du vor. Habe ich gemacht. Gibt es auf dem PC schon eine kleine Ecke länger. Fortsetzen. Und dachte ich mir, gut, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Bis der Tim mich darauf hingewiesen hat. Du ist dir aufgefallen, so Multiplayer-mäßig. Das sieht irgendwie komisch aus. Da steht nämlich zwei Spieler Multiplayer. Also, die werden nicht einfach Lego Worlds nur mit zwei Spielern machen. Was macht denn das für Sinn? Gerade bei einem Spiel, wo so viele Leute was bauen könnten, nach Plan, du kannst Lego-Pläne aus dem Internet runterladen, du kannst Geld bekommen. Dann macht es doch keinen Sinn, das Ganze nur zu zweit zu machen. Aber doch, es gibt, wie es ausschaut, nur ein Zwei-Player-Splitscreen-Modus. Und auch, ich lasse den Wagen übrigens jetzt so, weil noch einen draufpacken wird ein bisschen komisch dann. Könnte Leichtbau machen halt, aber ich möchte den Innenraum halt nicht verändern. Also Anlage und so rausschmeißen möchte ich nicht. Der Wagen fährt sich echt gut. Wird so ein bisschen komisch aussehen auf dem Thumbnail. Nämlich ein Serien-BMW da zu sehen, aber der ist ja nicht Serie, ne? Die inneren Werte zählen ja auch. Nehmen bei zwei Spielern, dann müsste ich mich abends absprechen. Gibbon, spielen wir heute Lego Worlds? Oder Kevin, spielen wir heute Lego Worlds? Oder spielt Kevin vielleicht mit Gibbon Lego Worlds? Und dann sagt der Tim, du, ich spiele aber gerade mit einem Manu Lego Worlds. Oder, oh, wisst ihr, was ich meine? Das kann nicht angehen, dass im Jahre 2017 ein Spiel rauskommt mit einem Zwei-Player-Multiplayer. Das ist doch kein Multiplayer. Das ist doch einfach nur... So, letztes Rennen, glaube ich, dann sind wir eh schon durch. Und in dieser Folge habe ich das Spiel storniert. Es ist noch ein Spiel, ist noch in der Pipeline. Da gibt es aber aktuell kein Release-Datum. Und das ist auch mit der Grund, warum aktuell so wenig kommt. Es gibt zwar noch ein paar Spiele. Oh, guck dir die Texturen an. Jetzt hat er nachgeladen. Boah, war das schrecklich. Was geht denn da ab hier? Ich möchte halt nicht so viel bringen, weil ich einfach... Aktuell macht mir Horizon Spaß. Bisschen abgewürgt. Aber ich möchte nicht an dahin kommen, dass ich mich wirklich dann zwingen muss. Oder oh, wieder ein Rennen fahren. Oh, wieder ein Auto kaufen und so. Wisst ihr, wie ich meine? Oi, nein. Nächster Griff wäre dann hier am Fahrwerk. Vielleicht andere Federn. Muss nicht gleich das KW Version 3 sein hier in Härte und Höhe und alles einstellbar, sondern einfach nur ein bisschen die Seitenneigung reduzieren. Muss mal gucken, wenn wir noch ein Rennen offen haben, bauen wir noch Sportfedern rein. Wobei das Fahrwerk schon ganz gut ist. Ist eigentlich die perfekte Mischung aus Sportlichkeit und Komfort. Du hast so einen gewissen Restfederweg, der uns jetzt hier im Gelände auch hilft. Aber du hast in Kurven kein Auto, wo du Angst haben musst. Ist ein Rundkurs. Wo du Angst haben musst, dass der Wagen dir gleich umkippt. Fährt sich echt gut. Die Erklärung von dem Beamer ist auch ziemlich grenzwertig. Leute, ich finde es gerade, es ist ein ganz anderes. Das, was ich eigentlich immer machen wollte in dem Spiel, fange ich jetzt mit Folge 38 an. Mit Sinn und Verstand ein Auto angehen. Und du hast auch plötzlich richtig geile Rennen. Also wir könnten den Schwierigkeitsgrad vielleicht wieder hochschrauben. Aber spätestens auf dem Blizzard Mountain haben wir wieder Probleme. Weil ja die KI kein Drift kennt. Auch Verbesserungsvorschlag hier. Ne, ich schaue auch schon immer, wenn ich ab und zu mal im Mediamarkt bin, schaue ich mal, was gibt's so an Spielen, was könnte dich interessieren, was könnte dir Spaß machen. Aber da finde ich ehrlich gesagt nichts. Finde ich nichts.
Mich würden auch so Spiele wie ein Assetto Corsa wird mich interessieren. Also Interesse ist da. Also dieser Blindkauf für ein paar 40 Euro, auch wenn 40 Euro eigentlich ein guter Preis sind für einen Kompletttitel. Aber weiß ich nicht, dadurch, dass am Anfang gleich gesagt wurde, ich habe mich halt auch auf andere Stimmsabbilder verlassen. Ich habe mir da leider keine eigene Meinung gebildet, was, denke ich mal, ein Fehler von mir ist. Hätte ich machen müssen. Aber nach dem Reinfall von Project Cars, das Spiel habe ich übrigens verkauft. Ich habe sehr viele Spiele verkauft. Ich habe, glaube ich, so gut wie jedes Xbox-Spiel verkauft. Habe ich mal so ein bisschen aufgeräumt zu Hause, dachte, weißt du was, bevor der Kram rumliegt, auch ein Need for Speed habe ich verkauft. Weil mal ehrlich, ich habe mich da halt auf jemanden verlassen, der das Spiel gefeiert hat ohne Ende. Und am Ende kam was raus, was ich überhaupt nicht feiern konnte. Aber es ist vielleicht auch nicht mein Renngenre, dieses mega arcadische. Weiß ich nicht, da fühle ich mich auch nicht so wohl. So, wir sind durch. Wir können jetzt hier noch ein bisschen Fahrwerk machen. Auch noch ein bisschen Fahrwerk. Das sieht ja nicht ganz Serie aus. Einfach andere Federn rein, Sportfedern. Weil die aktuellen Federn sind halt auch schon wieder was älter. Und wenn es nur für einen Daumennagel ist. Schon, oh, Meisterschaft abgeschlossen. Meister, warum verlierst du nicht auch mal? Damit es spannend bleibt. Aber ja, den Fans scheint das echt egal zu sein. Ja, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob euch es egal ist, dass ich gewinne oder verliere. Es hat sich gelohnt. Rein ganz entspannt. Ne? Kein Gefluche, kein Geschreie, Gemache, Getue, Getadel. Und was haben wir jetzt hier? 20.000 Items. Dank VIP, verdoppelt. So, machen wir trotzdem für den Daumennagel. Komm, wir machen jetzt hier noch andere Federn rein. Oder? Jetzt geht wieder los. Das große Überlegen. Ach komm, das machen wir noch, komm. Das hat er sich verdient. Neue Federn hat er sich verdient, der Wagen. Wenigstens für den Daumennagel, dass ihr nicht sagt, ja, warte mal, der ist doch total tief, was ist denn da los? Also nochmal zusammengefasst, was haben wir heute durchgekaut? E34, ne? Es gibt wenig Stück. Kaufen. Wenn du einen in die Finger kriegst, kaufen. Der sieht richtig gut aus. Elegant. Das ist einer der zeitlosen BMWs. Es gibt so manche Baureihen, so der E46 zum Beispiel, da weiß ich nicht. Da ist der E92 und der E36, ne, die dazwischen liegen oder die halt die Grenzen bilden, die haben, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial. Der E34 auch Potenzial. Der Nachfolger, gut, der M auf jeden Fall, aber der normale Wagen nicht. Ach, liebe Leute. Was haben wir noch gelernt? Der Thompson hat sich ein Spiel vorbestellt und wieder storniert. Was haben wir noch? Antrieb, ne, da war es nicht drin. Wo ist es denn drin? Ich habe es wieder vergessen. Reifen, Felgen, Fahrwerk. Ah, hier. Oh, ein Zentimeter runter. Perfekt. Sportfedern. Reicht vollkommen aus. Was kosten die? Boah, 1.000 Euro. Ihr seid doch irre. Schon wieder? Ich habe schon wieder Gehe zugemacht. Nein, Start. Kaufen. So, jetzt aber. Was haben wir noch gelernt? Der Speedlink hatte recht. Halte dich an deinem Format und du wirst mehr Spaß haben. Auf jeden Fall. Ich habe euch ein bisschen die Unterschiede zwischen Horizon und Blizzard Mountain so gezeigt. Und wir haben jede Menge gelernt vom Tom. So, das sieht ja ganz gut aus, oder? Schließt schön ab. Hat was. Gut. Und mit diesem wunderschönen Blick nochmal die Haube aufmachen. Schön. Und zumachen. Verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, dann natürlich Däumchen nach oben nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Thompson fährt mit euch in Australien oder den Blizzard Mountain um Punkte oder Sterne, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind. Gut, ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Tom.